Ich bin davon überzeugt, dass das Thema Personalentwicklung, Personalauswahl sich in den nächsten Jahren gravierend ändern wird. Ich bin der Meinung, es muss mehr strategisch vernetzt sein. Es gibt wunderbare Trainings, die oftmals sehr teuer sind, die teuer eingekauft sind, die aber leider mit der Entwicklung des Unternehmens und des Marktes nichts zu tun hat. Heißt für mich, strategisches Kompetenzmanagement muss immer an der Strategie, oftmals aber auch an der Vision, Mission orientiert sein und dort abgeleitet sein. Also die Verbindung zwischen Mensch und Unternehmen oder Mensch und Strategie des Unternehmens ist etwas, was in Zukunft wichtiger wird. Ich habe das Buch dazu jetzt auch gerade rausgebracht, kompetenzorientierte Unternehmensentwicklung, weil ich überzeugt bin, dass dieser Markt sich sehr stark ändern wird. Was das konkret bedeutet? Es bedeutet für mich, dass ich, bevor ich über das Thema Training, Coaching und Entwicklung spreche, ich als ersten Schritt eigentlich eine Übersetzung der Strategie vornehmen muss. Heißt für mich, ich schaue mir nochmal die Vision an, die Mission. Also ich schaue mir an, wohin entwickelt sich der Markt, wohin entwickelt sich das Unternehmen. Und wenn das soweit klar ist, dann schaue ich mir die Strategie an. Wenn die Strategie auch klar ist, wohin wir uns entwickeln, dann haben wir einen Prozess entwickelt. Wir nennen das den SSM-Prozess. Das heißt, hier kann ich die Strategie direkt 1:1 in Kompetenzen übertragen. Typischerweise macht man sowas für jede Management-Ebene. Heißt für mich für die erste, zweite, dritte Management-Ebene, dass wir das runterbrechen. Wir gehen sogar so weit, dass wir oftmals auch auf Positionen die Kompetenzen runterbrechen. Damit habe ich die Möglichkeit, nicht nur Personalentwicklung, Mitarbeitergespräche, sondern natürlich auch das Thema Personalauswahl daran festzumachen. Also Schritt 1 ist, das zu entwickeln. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie Unternehmen sowas durchführen können. Variante 1 ist dieser Bottom-up-Approach. Das heißt, ich schaue, wie wird im Unternehmen bereits erfolgreich gearbeitet. Das ist aber eher so Management bei Rückspiegel, nennen wir das dann. Ja, das heißt für mich, wir schauen eigentlich eher zurück, was war in der Vergangenheit wichtig. Da die Märkte sich sehr stark ändern, gehe ich heute von dem anderen System aus, das heißt Top-Down. Das heißt, wir schauen uns an, wie vorhin gesagt, Vision, Mission und brechen es von dort aus runter. Fasse nochmal zusammen, Vision, Mission, Strategie, Ziele, die damit verbunden sind und das übertragen wir dann als letztes in den Bereich der Kompetenzen. Wir waren lange Zeit auf der Suche nach Modellen und haben uns für ein Modell entschieden, Assess heißt es. Das ist in der Lage, erstens die Strategie zu übersetzen und danach auch, und das ist der zweite Schritt, wenn ich die Strategie übersetzt habe und die Kompetenzen definiert habe, dann ist der nächste Schritt, dass ich es auch messbar machen muss. Erfahrungswert von uns ist, viele Unternehmen, die Kompetenzen definiert haben, haben sie runtergebrochen, aber wenn es um die Messung geht, dann macht meistens jemand subjektiv irgendwo ein Kreuzchen und legt fest oder versucht festzulegen, wo derjenige steht. Wir haben dort ein wissenschaftliches Verfahren, das auch, ich sag mal, kulturell adaptiert ist. Internetfragebogen, wo ich das Ergebnis nachher habe. Das heißt, ich habe hier die Kompetenz, ich habe hier die Person und ich kann dann auch genau schauen, bei den Kompetenzen, die zukünftig extrem wichtig sind, wo sind die Gaps? Also weg von dieser Gießkanne, ich mache mal Management-Training für alle oder ein Thema oftmals, ich habe einen schönen Weiterbildungskatalog oder viele Anbieter haben schöne Kataloge mit Themen drin, da sucht man sich dann was Nettes raus. Für mich bedeutet es dann nachher, wenn wir die Kompetenzen haben, wir haben sie gemessen, dann wissen wir, wo die Gaps sind und dann können wir gezielt an diesen Maßnahmen arbeiten, die tatsächlich dann auch eine echte Relevanz für das Unternehmen haben. Und das wäre dann auch der nächste Schritt, nachdem wir die Gaps analysiert haben, dass wir dann kompetenzorientierte Trainings entsprechend einleiten. Das würde für mich bedeuten, dass wir dort Kompetenzthemen haben. Also es könnte zielorientierte Führung beispielsweise sein, Innovation oder solche Themen, die wir dann dort mit reinbringen. Ich denke aber, es ist auch sehr wichtig, dass wir nicht nur die Kompetenzthemen an sich nehmen, sondern dass wir auch immer die Persönlichkeitsthemen mit integrieren. Also das Thema Verhalten und Kompetenz, dass das in so einem Prozess drin sein sollte. Für mich würde es bedeuten, als letzter Schritt, wenn wir die Kompetenzen definiert, gemessen, die Gaps analysiert haben, die Maßnahme eingeleitet haben, dass wir danach diese Kompetenzen auch nachhaltig nochmal überprüfen. Empfehlung von meiner Seite wäre hier eine 360-Grad-Analyse zu nehmen. Bei dem Konzept, mit dem wir arbeiten, haben wir das genau gemacht, dass wir hier über 360 Grad nochmal abfragen, wie weit nimmt die Umgebung wahr, dass wir dort wirklich was geändert haben danach. Das ist meiner Meinung nach die Zukunft, weg von Gießkanne, von allgemeinen hin zu spezifischen Dingen. Ich bin davon überzeugt,
Wer mehr darüber haben oder wissen möchte, gerne mal im Gespräch. Wir laden Leute auch gerne mal ein, sowas selber zu erfahren. Und wie gesagt, mein Buch Kompetenzorientierte Unternehmensentwicklung haben wir vor allen Dingen Fallbeispiele dort integriert, um aufzuzeigen, dass man es in der Praxis auch wirklich praxisnah realisieren kann.